Hallo, ich bin Kesto. So, willkommen zu der neuen Folge auf Webkanal Rahmen. Es ist der Digga, ein kleines Unboxing. Heute mal draußen, heute mal hier im Park, weil wir nämlich besucht. Der Tommaso Ciampa ist da von der WWE, erst bei NXT, jetzt im Main Roster. Seitdem verliert er alles. Und weil er alles verliert, ist er jetzt hier in Hildburghausen, macht hier Urlaub. Der Hannes, was reimt sich auf alles? Hannes, und der ist nämlich auch da. Der liegt hier. Moin. Fett up with life, ne? Wir wollen jetzt mal kurz die Wrestle Crate UK Box auspacken, die ja einmal im Monat kommt und am meisten ein T-Shirt drin ist. Das T-Shirt darf ich mir aber nur als letztes angucken. Jetzt habe ich es schon gesehen, weil es natürlich oben drauf liegt. Wieder ein schwarzes T-Shirt mit einem rötlichen Design. Ich greife einfach mal rein hier. Wir haben zuerst ein... Ach, das ist die Karte, wo es immer einen Promocode gibt. Mit diesem Promocode könnt ihr einen Monat lang Wrestling gucken bei irgendeiner Promotion. Das ist Rockstar Pro. Schon mal jemand was gehört von Rockstar Pro Wrestling on Demand? Ich kenne das nicht. Dem Network on Demand. On Demand, bla bla bla, ein Monat, Endercode, Rockstar. Wenn man den Code jetzt sagt, dann kann doch da jeder mitmachen. Der Code ist doch nicht nur einmalig einlösbar. Also eigentlich, wenn man das sagt und jeder sich da anmeldet, können alle kostenlos gucken wahrscheinlich. Ist auf jeden Fall sehr bunt. Bunt gemischt. Seht ihr das? Das ist bisher, glaube ich, aber eine der coolsten Karten, die es gab, weil da steht eigentlich immer nur drauf, hier ein Monat gratis Code. Aber das sieht wirklich aus wie was, was du dir auch mal aufheben kannst, was du irgendwo hinstellen kannst. Deswegen gebe ich das jetzt mal an Hannes. Und ich habe irgendwas Zweites hier, was auch pappig ist. Und das ist... Ah, schon mal Werbung für die nächste Wrestle Crate Box. In der nächsten Wrestle Crate Box ist nämlich ein Bret Hart Artikel drin. Und hier steht drin, was in den unterschiedlichen Boxen für diesen Monat ist. Deswegen stellen wir uns die Karte erstmal daneben, um dann zu vergleichen, was das alles war. Ich habe hier unten noch was, was aus Pappe besteht. Das ist ein Autogramm von... Boah, das muss mir der Hannes gleich sagen. Hannes, was ist das? Ich zeige es euch mal kurz euch. Das ist, sieht aus wie eine Mischung aus The Rock und Stone Cold Steve Austin. Das hat die Glatze von Stone Cold, das Tattoo von The Rock und den Körper von Kesto. Ne? Was ist denn das? Das ist? Solange du überlegst, gucke ich hier drauf und sag dir direkt, wer es ist. Killer Cross. Das müsste also... Der war doch letztens erst da hier, der Cross, der Arian Cross oder wie der heißt, der auch bei NXT großer Champion war, sonst was, bla bla bla. Dann haben sie eine. Cross, aber. Carrion Cross. Ah, ja, so. Doch, ja. Der ganz große NXT. Nummer bei NXT, ja. Dann in der WWE Main Show angetreten. Hat eine gute Figur gemacht, nö, und dann gefeuert. Und dann war er weg und jetzt haben sie, hat er noch schnell ein Autogramm geschrieben, ja, bevor die Welt untergeht. Carrion Cross, falls ihr den kennt. Ne? Findest du es schön oder was? Ja, ah, ja, das fällt ihm wieder. Schön. Dann greifen wir nochmal weiter unten rein und haben, gut, da ist schon wieder Pappe drin. Nochmal Pappe und zwar, pass auf. Boah, da bin ich jetzt. Warhorse, das Kriegspferd? Wer ist das denn? Es sieht aus wie eine Mischung aus, das könnt ihr euch selbst zusammenstellen. Warhorse! Der ist bei Guck mal, erster Eindruck. Ring of Honor ist der, glaube ich. Die Weste sieht wahrscheinlich. Ich glaube, der ist bei Ring. Nee, aber der ist bei Ring of Honor. Ist das Kiss mit den. Steht auch einfach, ja, Kiss. Könnte, ja, Kiss, so Kiss-Look ein bisschen. Steht auch hier drauf, also Warhorse. Exclusive Autograph ist also da mit dabei und das andere Killer Cross Exclusive Autograph. Und ich weiß, ich sehe jetzt schon, was das T-Shirt ist. Da wird der Hannes gleich komplett ausrasten. Aber vorher haben wir ja natürlich noch eine DVD. Und zwar, oh mein Gott, das ist auch neben der Kevin Owens DVDs und der CM Punk und der AJ Styles ist das, glaube ich, eine der besten DVDs. Das ist nämlich Best of Jon Moxley aus der CZW, also Combat Zone Wrestling. Und Combat Zone Wrestling ist ja theoretisch der härteste, brutalste Backyard Wrestling Hinterhof, Hardcore Liegen, Dings, irgendwas. Ihr seht hinten schon allein einfach nur statt Ringseile Stacheldraht. Der hat eine richtige brutale Hardcore-Vergangenheit, wo die sich immer böse gegeben haben. Deswegen in der WWE hat er immer so
weiß nicht. Er hat immer gesagt, ich will bluten, ja. Wenn ich nicht blute, bin ich nicht ich selbst. John Moxley unter seinem richtigen Namen, bevor er als Dean Ambrose zur WWE kam. Das ist auf jeden Fall eine interessante, starke DVD mit vielen Matches also dann drauf, die er in der CZW hatte bei Combat Zone Wrestling. Auch interessant, das Cover. So, gehe ich wieder hier hin. Und dann war es das eigentlich schon alles, bis auf das T-Shirt. Der Unterschied ist nämlich, was habe ich nicht? In der anderen, in der Deluxe-Box, ist noch ein Dragon Suplex Label Pin. Also so ein Anstecker. Brauche ich nicht. Dann sind Deadlock Pro Wrestling Socks, also Strümpfe. Brauche ich nicht. Und Botchamania Earplugs. Earplugs? Ja, vielleicht, aber habe ich ja eh nicht. Und deswegen kommen wir noch zum T-Shirt. Und hier ist schon angezeigt eigentlich, dass diese Box Razor Ramon gewidmet ist. Und deswegen greife ich jetzt hier rein. Und wir haben ein T-Shirt. Ein Razor Ramon Scott Hall The Bad Guy T-Shirt. Der Ruhe in Frieden. But times don't last. Ach, bad times don't last, ja. But bad guys do, Scott Hall. Ein Scott Hall T-Shirt. Am Auto stehend als Chico hier mit Zahnstocher. Bad times don't last, but bad guys do. Ne? Als Razor Ramon. Lebt ja jetzt auch nicht mehr, wa? Nee. Also Ruhe in Frieden. Da nochmal, und das könnt ihr halt wirklich nirgendwo kaufen. Ihr könnt nicht in den WWE-Shop und könnt euch das da besorgen. Das gibt's nicht bei eBay, das gibt's nicht bei Amazon an sich. Das ist ein exklusives T-Shirt, wirklich hier drin in dieser WrestleCrate UK-Box. Und die gibt's nur da und die lassen sich immer eigene Designs einfallen. Also, wieder mal, auch Design finde ich immer gut, dieses Schwarz-Rot-Gold. Einfach vereint. Schwarz-Weiß-Rot ist das aber. Darfst du hier nicht sagen, guck. Nein, aber die haben immer ein schwarzes T-Shirt mit ganz viel Rot und Weiß dabei. Es ist irgendwie immer vom Design her fast dasselbe, von den Farben her. Aber das sind meistens die Schmeiß mal jetzt hin. Nächsten Monat gibt es also dann ein Bret Hart Item, garantiert, in der nächsten Box. Muss kein T-Shirt sein, könnte eine DVD sein, könnte auch nur ein Autogramm sein. Wir sind gespannt. Autogramm von Scott Hall wäre jetzt mir zu wenig gewesen. T-Shirt von Scott Hall finde ich klasse, dass es das geschafft hat. Das war es ansonsten von meiner Seite aus. Wow, vom Kesto, ach vom Tommaso Ciampa seiner Seite aus. Peace out. Vorhaut. Vorhaut. Euer Kesto. Euer Kesto. Und vom Hannes, ne? Der hat auch sein Wrestling-T-Shirt an. Guck, nee, das ist der Undertaker.